Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Kiwi Showdown. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Kiwi Showdown. Ja, in diesem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe, aber ich steige jetzt nicht in jedes Detail ein. Ihr sollt insbesondere einen Überblick bekommen. Die Besonderheiten des Spiels möchte ich auch ein bisschen hervorheben. Dann wisst ihr durchaus, ob das Spiel auch was für euch ist. Es gibt am Ende auf jeden Fall noch ein Fazit. Ja, vorab ein paar Informationen zu Kiwi Showdown. Eine deutsche Ausgabe war ein erfolgreiches Kickstarter-Projekt und deswegen auch oftmals die Altersangabe ab 14 Jahre. Ich werde im Fazit nochmal drauf eingehen. Das verwirrt oftmals, gerade wenn man sich auch ein bisschen an dem Alter orientiert. Es ist für 1 bis 4 Personen, 60 bis 90 Minuten Spielzeit. Ich sage am Ende was dazu. Idee von Destable Games bzw. Illustration Gnomo Sapiens. Die deutsche Ausgabe, und zwar bei Taverna Ludica Games, die sind bekannt dafür, weil die bringen durchaus viele internationale erfolgreiche Titel in einer deutschen Version raus und sowas unterstütze ich gerne und deswegen schaue ich mir auch dieses Spiel an. In der Vergangenheit habe ich euch schon das eine oder andere Spiel gezeigt. Auf Messen trifft ihr auch beispielsweise Taverna Ludica Games, ansonsten könnt ihr auch direkt auf der Homepage schauen, sind jetzt auch nicht überall vertreten. Das schon mal als kleine Information für euch, natürlich internationale Verlage, mir ist da aber wichtig, die deutsche Ausgabe, die ich euch jetzt in diesem Video präsentiere. Und jetzt fehlen nur noch die Kiwis. Und wenn ihr das seht, hui, das sieht ja nach einer Menge aus, ist aber recht überschaubar, wenn ihr das mal einmal aufgebaut habt und gesehen habt. Die Anleitung ist auch wirklich übersichtlich, die zeigt alles an, weil wir haben hier jetzt zwei Inselabschnitte, weil ich habe es aufgebaut für zwei Personen und zwar nach Vorgabe in der Anleitung. Abhängig von der Spielanzahl gibt es gewisse Richtlinien, wie man das aufbaut. Später könnt ihr das immer noch ein bisschen individuell gestalten. Jede Person bekommt dann so ein Tableau, bekommt die jeweiligen Kiwis auch auf diese einzelnen Felder, die restlichen verteilt ihr also hier drauf, bekommt praktisch so eine Anführerfigur, das sind so dreidimensionale Figuren, da gibt es übrigens noch bei weitem mehr, weil jeder wählt sich so eine Figur dann aus, so dreidimensionale Figuren, das ist richtig schön gemacht, übrigens auch in der Schachtel ist ein Insert, ein Inlay, also da bekommt ihr auf jeden Fall alles verstaut, hier seht ihr auch nochmal die Figuren, das heißt jeder nimmt sich so eine Figur, die habe ich jetzt auch schon platziert und eine Karte, eine passende Karte und da gibt es auch nochmal zwei unterschiedliche, also variabler geht ja wohl kaum, das heißt das platziert ihr hier drauf. Die jeweiligen Karte bzw. Startressourcen, das habe ich alles schon hier platziert, das seht ihr hier schon auf der Seite, das heißt es ist auch recht zügig aufgebaut, ihr habt auch hier das Tableau mit den einzelnen Bedingungen, ihr spielt das Ganze nämlich über die 4 Runden. Deswegen liegen auch schon die Jahreszeitenkarten zufällig aus. Auch hier gibt es eine große Auswahl. Das heißt, ihr benötigt auch nicht alle Karten. Hier ist auch gut angegeben, was man benötigt. Ja, wer das erreicht hat, wer das meiste erreicht hat in der Runde, der bekommt den linken Bonus, die anderen den rechten Bonus. Vieles erklärt sich im Spielverlauf von alleine, wenn ihr da mal drin seid. Weil auch die Übersicht hier auf dem Tableau, ich möchte nochmal drauf eingehen, mit den Nestmarken, mit den Tableaus, mit den Chips, all das, die Aktionen, die sind hier nochmal deutlich bekräftigt, weil jeder hat quasi das gleiche Deck an Karten. So, die Ressourcen sind vorbereitet, die Kiwis sind auch. Manche haben schon eine Größe von 2 erreicht. Ja, die platzen noch nicht, aber die können platzen. Das ist ganz verrückt in dem Spiel. Aber auf jeden Fall habt ihr die Karten und das habt ihr alles vor euch liegen. Und dann geht ihr quasi die 4 Bereiche immer durch. Für die erste Runde hier der Bereich, zweite Runde wieder der Bereich, dritte Runde, vierte Runde. So spielt ihr das dann immer weiter. Und dann werden die Punkte gezählt. Und da möchte ich gleich vorweggreifen, damit ihr ein Verständnis bekommt, weil auch die Punkteabrechnung ist gar nicht mal so kompliziert. Weil ihr bekommt im Spielverlauf unter Umständen solche Karten, wo Punkte dann abgebildet sind. Die nehmt ihr dann vor euch. Das ist die eine Möglichkeit, aber das sind ja bei weitem noch nicht viele Punkte. Im Verlauf des Spieles werdet ihr aber natürlich auch solche Gebietsmarker platzieren. Die sind verdeckt, die haltet ihr verdeckt und die werdet ihr immer am Ende der Runde auch so errichten, auf dem jeweiligen Feld, wo ihr eine Vorherrschaft dann habt. Ziel ist es nämlich, viele dieser Marker zu verbauen. Und gerade am Spielende könnt ihr noch restliche Marker, die ihr habt, auf passenden Geländen verbauen. Farblich müsst ihr darauf achten, ihr müsst die Vorherrschaft haben, die Mehrheit, da wird natürlich verglichen, was die Stärke angeht. Gerade diese Bosse haben eine Stärke von 3. Ein kleiner Kiwi hat natürlich nur eine
eine Stärke von 1, aber die restlichen Marker müsst ihr loswerden. Ihr versucht's, weil jeder Marker ist dann nochmal ein Punktwert. Das macht also nochmal einiges aus, es sei denn, ihr eine Karte in einer Besonderheit, beziehungsweise das Gebäude, wenn ihr so einen Nestmarker gebaut habt, das bringt dann auch nochmal ein Pünktchen. Also schaut, dass ihr euch ausbreitet und schaut, dass ihr diese Marker legt, weil die bringen euch quasi am Ende viele Punkte. So, das habe ich vorweggegriffen und jetzt können wir auch schon ein bisschen einsteigen in das Spiel. Und auch das ist wirklich einfach. Wie gesagt, man geht die Abfolge durch hier mit diesem Marker, mit diesen Reihenfolgeplättchen und dann ist man quasi schon beim zweiten Punkt angelangt. Da sind 3 Karten abgebildet und ihr seht auch schon hier die Plätze. Hier ist Platz für 3 Karten. Und was mache ich? Ganz klar, ich suche mir eine der Karten dann aus, beziehungsweise ich spiele eine Karte aus. Aber natürlich nicht von allen Karten. Ja, üblich bei solchen Spielen. Ich nehme also 3 Karten auf die Hand und spiele die natürlich aus. Das heißt immer, nicht alle Karten, sondern reihum wird gespielt. Und die Karten, die haben natürlich unterschiedliche Fähigkeiten. Und deswegen ist es gut gemacht, weil das sind quasi nur Symbole, wie bauen, wie bewegen, dass ich mir irgendwelche Ressourcen hole, um gewisse Aktionen zu machen, dass ich die Kiwis füttern kann. Das alles ist hier super beschrieben anhand dieser Übersicht. Und ihr habt natürlich auch einmalig in der Runde die Möglichkeit, euren Anführer einzusetzen. Dann dreht ihr den um. Auch hier haben die natürlich unterschiedliche Fähigkeiten. Ich möchte jetzt nicht ins Detail einsteigen. Was hier diese Anzahl der Karten bzw. Ressourcen angeht, seht ihr auch hier, das heißt die Maximalstände. Aber jetzt ist die Frage, was für eine Karte spiele ich aus? Hängt natürlich davon ab, was für Karten ich habe. Die ganzen Symbole, die werde ich euch jetzt anhand dieser Übersicht erklären. Dann ist es klar, dann könnt ihr schon quasi mit dem Spiel beginnen, weil das ist gut gemacht, weil die erste Möglichkeit bzw. je nachdem, was ihr habt, ist natürlich das Füttern. Spielt ihr also Füttern aus, dann füttert ihr einen Kiwi. Ja, füttere ich natürlich meinen Kiwi, weil bei einem 1er wird ein 2er, dann ist der stärker, hat eine Stärke von 2 statt 1. Ich füttere also meinen Kiwi beispielsweise und was ich dafür abgeben muss, das sieht man hier, abhängig von der Größe des Kiwis, 2 unterschiedliche, ich nenne es immer gern Ressourcen, das heißt solche Fruchtplättchen, so heißen sie offiziell, solche Fruchtplättchen muss ich abgeben. Und deswegen sammle ich natürlich insbesondere viele von diesen Plättchen. Ich kann natürlich auch auf einen 2er, kann ich noch einen 3. Stein dann drauf machen, geht dann auch, wow, das ist ja schon ein großer Kiwi. 3 groß, das heißt 3 Stärke. Oder ihr sagt, komm, ich fütter nochmal den Kiwi, der hat eh schon 3, dem gebe ich nochmal was zu futtern, aber dann platzt der Kiwi. Ja, der Platz, der kommt aus dem Spiel. Und alle, die auf dem Feld stehen, alle Kiwis, die rutschen an die angrenzenden Felder. Die Person bestimmt das natürlich. Ist ganz verrückt, weil da passiert wirklich eine Menge. Und gerade das Füttern ist das besondere Element bei dem Spiel, was ich total witzig finde, weil es einfach mal was ganz anderes ist. Aber Jörg, du fütterst doch eher die Mitspieler. Ja, nein, das hängt natürlich davon ab, wo ich positioniert bin. Weil man schaut natürlich auf diesen einzelnen Feldern die Vorherrschaft, wo man die Mehrheiten hat. Jetzt gibt es aber auch noch eine Besonderheit. Und genau deswegen habe ich es euch vorhin anfangs erklärt, was die Siegbedingungen sind, beziehungsweise wofür man Punkte bekommt. Ich will ja solche Gebietsmarker. Und wenn ich natürlich einen eigenen Kiwi fütter, ich sag's euch, wenn man sie jetzt schlecht jetzt sieht von der Einstellung, dann bekommt man natürlich einen Gebietsmarker für einen eigenen Kiwi. Fütter ich allerdings einen fremden Kiwi, dann bekomme ich schon 2 Gebietsmarker. Übrigens, Fruchtplättchen, die Säckchen sind dabei, die sind hier drin und die Gebietsmarker hier. Das heißt, die ziehe ich aus dem Beutel. Ich weiß also nicht, was mich erwartet. Das ist natürlich ein besonderer Effekt, den man hier hat. Die nächste Möglichkeit, oftmals das Gängige, ist auch hier das Bewegen. Ich kann mich natürlich zusätzlich nochmal bewegen. Auch da brauche ich wieder Fruchtplättchen. Ihr merkt, Plättchen brauche ich eigentlich immer. Insbesondere Fruchtplättchen und hier die Gebietsmarker schön verdeckt lassen, dass es die Mitspieler nicht sehen. Aber die brauche ich auch und ich bewege mich natürlich auf ein angrenzendes Feld. Je nachdem nutze ich natürlich auch den Anführer bzw. hier diesen Boss, um natürlich die Option dieser Karte zu nutzen, die natürlich kräftig, heftig sind. Und so ein Boss, der kann natürlich schon mal eine Menge dann reinhauen, hat weitere Züge unterschiedlich, je nach Boss, den ihr ausgewählt habt, aber das ist quasi die Bewegung. Wie wäre es denn mit Bauen? Und damit habe ich schon fast alles erschlagen. Es gibt natürlich gewisse Bedingungen, die erfüllt sein müssen, was jetzt die Kiwis angeht. Ich brauche natürlich auch wieder Blättchen, Fruchtplättchen. Hier sind es die gleichen und baue natürlich erst einmal das obere und dann das untere. Und die bringen auch gewisse Effekte, sind aber auch wieder ein Maß für die Vorherrschaft, weil die haben auch quasi eine gewisse Stärke von 2, die sie vorweisen, wenn es um die Stärke geht, wenn man da was machen will, beziehungsweise hier wieder so ein Gebietsmarker auslegen will. Aber auch das sind
natürlich Vorteile, wo man sich stärken kann. Und gleichzeitig wollt ihr vielleicht durch unterschiedliche Aktionen auch neue Kiwis dann reinholen. Das heißt, ihr wollt neue Kiwis dann hier auf das Spielfeld bringen. Und wie macht ihr das? Die nehmt ihr natürlich hier von der linken Seite immer einzeln weg. Und sobald ihr euch hier was freischaltet, dann bekommt ihr natürlich den Bonus. Das heißt, ich möchte natürlich auch viele Kiwis hier im Feld haben, weil vielleicht explodiert der ein oder andere Kiwi von mir. Und da bin ich froh, dass ich ein paar Kiwis dann hier auf dem Spielfeld habe und insbesondere, dass ich sie verteilt habe und insbesondere, dass ich die Vorherrschaft habe, weil ich am Ende möchte ich natürlich noch die Gebietsmarker. So spielt ihr also über die insgesamt 4 Runden, ihr führt es also immer aus, das heißt, ihr spielt hier die 3 Karten aus, schaut dann die Bedingungen, wer hat hier das meiste erfüllt, ansonsten kriegt man linken oder den rechten Bonus, also der, wo das meiste hat, bekommt den linken Bonus, viel von der Symbolik erklärt und am Ende jeder Runde setzt ihr auf jeden Fall noch einen Gebietsmarker, hoffentlich habt ihr einen passenden Gebietsmarker, haben unterschiedliche Farben, wo ihr die Vorherrschaft habt und so spielt ihr über die insgesamt 4 Runden und jetzt wiederhole ich mich, am Ende müsst ihr natürlich eure restlichen Plättchen noch setzen, sofern ihr könnt, und dann findet eine Abrechnung statt. Das Einzige, wo jetzt vielleicht ein bisschen schwierig ist, ich habe es ja recht kurz und knackig erklärt, ich hoffe, das passt jetzt auch für euch als Überblick, wollt jetzt nicht in jedes Detail einsteigen, sind die Symbole. Und ja, ihr wisst, gerade solche Übersichten, die mag ich. Und wenn da jetzt noch Kapazität ist, gerade was die Decks an Karten angeht, es gibt ja für jeden Spieler so ein Tableau. Es gibt natürlich noch bei weitem mehr Inselplättchen, aber solche Übersichtskarten sind richtig gut. Weil zum einen werden hier die einzelnen Aktionen der Karten erklärt. Das heißt, dieser Karten, die ich ausspiele, die werden hier nochmal einzeln dargestellt und hier nochmal wiederholt. Es gibt ja auch ein Fragezeichen für einen Joker. Das ist gut gemacht. Und hier seht ihr natürlich auch nochmal die Symbolik, die auf den Karten vorkommt, sodass ihr auch hier nochmal die Übersichten habt, wo was vorkommt, beziehungsweise welche Symbole was denn aussagen. Und das seht ihr auch hier. Ansonsten werft einen Blick in die Anleitung. Die ist sehr ausführlich mit vielen, vielen Beispielen. Das sollte man auf jeden Fall mit klarkommen. Und dann wird geschaut. Das ist natürlich ein munteres Hin- und Herschubsen und Bewegen. Aber am Ende wird dann geschaut, wer die meisten Punkte hat. Und der oder diejenige hat dann das Spiel gewonnen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Kiwi Showdown. Ein wirklich sehr witziges Spielchen, gerade was das Füttern der Kiwis angeht, wie sie sich bewegen über den Spielplan. Wenn man sie überfüttert, dann platzen sie, dann verschwinden sie aus dem Feld und die anderen Kiwis, die verteilen sich auf anderen Feldern. Das ist ganz witzig und das ist wirklich lustig zu spielen und sorgt natürlich für die Erheiterung in der einen oder anderen Runde. Aber jetzt nacheinander sage ich zu den einzelnen Punkten was, weil Kiwi Showdown war ja ursprünglich ein Kickstarter und gerade Taverna Ludica Games bringt viele Spiele, internationale Spiele, auch gerne in einer deutschen Version heraus und das ist hier beispielsweise ein weiteres Spiel. Da könnt ihr auch mal bei Messen vorbeischauen, die haben sehr viele Spiele, teilweise sehr, sehr ungewöhnliche Spiele, aber auch durchaus mit interessanten Mechanismen. Also die haben schon durchaus spezielle Spiele, die man jetzt nicht überall bekommt und deswegen lohnt sich auf jeden Fall immer ein Besuch beim Verlag, wenn sie beispielsweise auf Messen sind. Ansonsten das Spiel, ja, 14 Jahre ist natürlich oftmals dem ganzen Kickstarter-Thema Materialprüfung geschuldet. Ein Spiel aus meiner Sicht auf Kenner-Niveau ist jetzt kein Expertenspiel, weil ihr habt ja gemerkt, ihr seid da recht schnell drin. Ist auf meiner Sicht ein Kennerspiel und zwar ein Kennerspiel, was unglaublich variabel ist. Die Box ist ja schon recht groß, aber da ist wirklich sehr viel in der Box. Die ganzen kleineren Bossen sehr variabel. Die Karten, die Inselkarten, Solo-Variante, die ganzen Säckchen, die hier dabei sind, also über das Material, über die Qualität, da braucht man sich sicherlich nicht beschweren. Also da steckt wirklich einiges drin. Ansonsten, was die Anzahl, die Spieleranzahl angeht, ich habe am Anfang gedacht, ob das überhaupt zu zweit gut funktioniert. Das eine oder andere Bild in Partien zu zweit, denke ich, habe ich euch jetzt auch mal eingeblendet im Verlauf des Videos. Und das hat richtig gut funktioniert. Ich war echt überrascht. Ich spiele es jetzt aber nicht solo, weil da habe ich eher Lust, mit anderen ein bisschen konfrontativ, ein bisschen interaktiv zu spielen. Und zu zweit wird es natürlich mehr taktisch, ganz klar, weil zu dritt und zu viert, das ist einfach lustig, weil da füttert man den, man will das haben, da passiert so viel auf dem Plan. Da kann man sich groß gar nicht konzentrieren, weil da passiert so viel, wer dann taktisch vorausdenkt, dann füttert der den, dann schieben die wieder die rüber. Das ist einfach lustig gemacht. Also zu zweit auf jeden Fall mehr taktisch. Wenn ihr ähnliche andere Erfahrungen gemacht habt, seid auf jeden Fall herzlich eingeladen, das unten zu kommentieren. Ich freue mich ja immer über so einen Austausch. Ansonsten Spielzeit 60 bis 90 Minuten, also zu zweit spielt er 60 Minuten. Zu dritt und zu viert
dauert es ein bisschen länger. Da ist man schon bei den 90 Minuten. Aber so wie wir es jetzt auch gespielt haben, ja, 60 bis 90 Minuten, das passt auf jeden Fall. Material auf jeden Fall gut. Und da braucht man sich nicht beschweren. Was die Anleitung angeht, da ist man recht zügig in diesem Spiel drin. Weil der Aufbau, die Anleitung sieht jetzt recht umfangreich aus. Aber da sind so viele Beispiele drin, so viele Erläuterungen drin. Manches überfliegt ihr, weil ihr denkt, ja, das ist klar. Dann wird noch sogar das Schwarmtableau nochmal separat erklärt. Das heißt, nochmal verdeutlicht. Habt ihr vielleicht die Bewegung im vorhergehenden Bereich nicht verstanden, wird sie da nochmal dargestellt in Kurzversion. Also, wenn ihr das euch einmal durchliest, dann könnt ihr sofort anfangen mit dem Spiel. Also, da braucht man sich nicht beschweren. Ein Spiel, wo natürlich eine gewisse Vorbereitung benötigt, das muss man sehen. Ihr seht auch hier die Auslage. Wenn wir es spielen, dann bereite ich es auch gerne vor, dass man dann gleich starten kann in eine Partie. Hat man dann aber alles vorbereitet, dann geht es recht zügig, aber die Aufbauzeit, die müsst ihr auf jeden Fall rechnen. Ist auf jeden Fall ein witzig, amüsantes Spiel, wird sich wie bei jedem Spiel zeigen, ob es dann noch im halben, dreiviertel Jahr oder in einem Jahr diesen Witz, dann diesen Charme erstrahlt. Und man braucht natürlich auch die passende Runde, weil dieses Glücksbetonte, dieses Chaotische mag nicht jeder. Ich finde es aber gut, weil man muss jetzt da nicht taktisch auf seine Züge konzentrieren, es sei denn, man spielt zu zweit, da müsst ihr aufpassen. Aber zu dritt, zu viert, da geht es einfach um gute Laune am Tisch. Da spielt man drauf los, da macht man, da füttert man die Kiwis, dann führt man das aus. Da steht ganz klar der Fun-Charakter im Vordergrund. Und das funktioniert bei der einen oder anderen Runde besser, beziehungsweise schlechter. Und wir haben ja auch sehr viele Mitspieler bei uns im Kreis. Und da hat man natürlich auch über die Laufe der Wochen, Monate auch die Erfahrung gesammelt. Und dem einen oder anderen gefällt die Art und Weise des Spiels, dem einen eher nicht. Und ich denke, aufgrund der Information, und ich habe es jetzt extra versucht, ein bisschen knackiger vorzustellen, wisst ihr definitiv, ob es ein Spiel für euch ist. Ansonsten habt ihr sicherlich bei der einen oder anderen Messe, bei der Taverna Ludica Games vor Ort ist, die Möglichkeit, es zu spielen. Und dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Wer es unterstützt hat, Kickstarter, eure Erfahrung, eure Meinung auch zu den einzelnen Bossen, weil die habe ich bisher jetzt noch nicht alle in aller Form dann durchprobiert. Ich spiele jedes Mal gerne andere, aber die haben gewisse Stärke, Schwächen, sind die jetzt austariert. Ja, je nach Spielanzahl ist ja eh schon ein bisschen chaotisch und ein bisschen lustig. Wenn ihr da Erfahrung, Anmerkungen habt, was denn euer Lieblingsboss ist oder als Figur, ich freue mich auf jeden Fall über eure Rückinfo. Gegebenenfalls kann ich es mal testen, sofern ich jetzt diese Rolle noch nicht gespielt habe. Das als kleine Ergänzung am Schluss. Ansonsten sage ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.